Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Ich habe heute was vor und ich dachte, wir lernen zusammen und probieren gemeinsam einfach mal was aus. Ich habe diese Schälchenform und ich habe mir von Amazon Silikonstempel geholt. Und ich wollte mal ausprobieren, was passiert, wenn man die in die Form packt und mit Harz aufgießt, ob man schöne 3D-Effekte hinbekommt. So, let's learn together. I got these little trinket trays and I got silicone stamps out from Amazon. And my idea is, what will happen if we put them into the mold, fill the mold up with resin, do we get some nice 3D effects? And right in the beginning, I struggled sometimes and, well, let's learn together and yeah, we'll see what happens. Ich habe übrigens in der Beschreibungsbox einen Amazon Storefront, wo ich einfach immer Sachen, die ich benutze, reinpacke, Sachen, die ich sinnvoll finde. Und ihr könnt die, wenn ihr irgendwas sucht, dann braucht man nicht ewig suchen, sondern ihr könnt da wirklich themenbezogen reinschauen. Ist auf jeden Fall in der Beschreibungsbox verlinkt. So, for all the things I use or I kind of find them useful, I will link them in my description box. I do have an Amazon storefront. I don't know if it works outside Germany, but anyway, you will see the product and you can search on Amazon by yourself. Okay, so let's get started. I got these stems. Well, yes, I struggle, as I mentioned, I struggled sometimes and I did make some mistakes. I'm not really super, super happy with the result because of my color choice. But, well, forget the color combination I made. The end result is pretty cute. Also, ich habe natürlich an einigen Stellen ein paar Problemchen gehabt und ich habe auch meine Farben nicht so super, super ausgewählt. Ich habe viel zu viel Glitzer genommen. Ich habe gedacht, ich poste es trotzdem, weil das Endresultat eigentlich ganz schön ist und man kann sich ja vorstellen, dass man es dann irgendwie anders macht. Ich habe hier von Dipon meine AEG Super Shift Flakes. Die liebe ich abgöttisch, weil die so richtig metallisch grün sind. Die sind echt toll. Und damit betupfe ich sozusagen jetzt meine Blume. Übrigens auch bei Dipon, ich verlinke euch das alles in der Beschreibungsbox. So these are from Dipon, it's a German company, the AEG Super Shift Flakes. And I just love them because they are really, really metallic green. I think they are so pretty and I chose them for my flowers. Also damit machen wir die Blume. Und ja, ich beschleunige das Ganze jetzt mal ein bisschen, damit ihr nicht so ewig warten müsst. I will just speed up the video for this part, so you don't have to wait so long. Im Endeffekt, ich schneide diesen Teil einfach raus. Basically, I just cut that part out, because, well, anyway, I'm just brushing that on. Ich bepinsel die quasi einfach nur. So, fertig gemalt. Ihr seht, die Blumen sind jetzt schön schimmernd grün. So you can see my flowers are pretty metallic green. And now I want to stick them into my mold. And here is my first problem. The stickers are new and they really stick to this plastic foil. And I really struggle to get them off. Also der erste Fehler, der mir hier passiert ist, diese Aufkleber sind ja neu. Die kleben wirklich ohne Ende an diesem Plastik fest und ich habe also wahnsinnig Probleme, die runterzukriegen, zumal ich die Oberfläche ja nicht unbedingt anfassen möchte, weil ich die ja nun gerade eingepinselt habe. So I don't want to touch the surface of my stamp because I just colored it, but I had to. It was sticky, incredible. So my first tip is release or peel off your stickers first. Put them back onto the plastic and then color them and then it's much easier to peel them off. Also mein erster Tipp für euch, wenn ihr das nachmachen wollt, nehmt diesen Stempel zuerst von dieser Folie runter, also löst den einmal, legt ihn wieder drauf, bepinselt ihn dann. Wenn der einmal gelöst ist, dann geht es wesentlich einfacher. So, jetzt sind wir fertig und jetzt lege ich das einfach oder klebe es sozusagen in meine Silikonform. So, I'm ready with coloring my flowers.
and I will just place them into my trinket tray mold. And again, I really struggle peeling this off. Ich habe also wieder Probleme, das runterzuziehen. Ihr seht es schon. Aber gut, es ist ab. Nochmal mit dem Pinsel gerade drüber für die Stellen, wo ich das Grün etwas abgezogen habe. So I just go over again with my brush. Yeah. And I'm placing the second flower. So, die nächste Blume. Was ich jetzt hier, ich drücke das mit dem Pinsel etwas runter. Was ich feststelle ist, dass sich diese Blume tatsächlich an den Spitzen etwas wölbt. So, what I found is the big flower is pretty good, but the small flower is just a little bit warping. So, I do have some spaces underneath those little petals, those little star-like edges. And, well, my biggest concern is that the resin will flow underneath the flower. Also meine größte Sorge ist an dieser Stelle natürlich, dass das Harz unter diese Blume sozusagen läuft. Aber wir werden sehen. Nummer 1 ist gemacht. Jetzt machen wir Nummer 2. Und ihr seht das schon auf der linken Seite. Ich habe dort mir die Pusteblume ausgesucht und die habe ich einfach mit goldenem Mica angemalt. So for my second tray I use the dandelion and I colored this in gold, just gold mica powder, and I will place this as well. And the bigger the piece, the easier it is to place it in the mold and to kind of stick it into your mold. Also hier klappt das echt super. Umso größer das Stück ist, umso mehr Auflagefläche hat es natürlich und die bleibt also ziemlich gut kleben und hat also nicht diese Lücken wie diese kleine Mini-Blume. Ich drücke die jetzt einfach mit dem Pinsel noch ein bisschen runter und dann sind wir auch schon fertig. So I just push them down or push it down with my brush and then we are ready. So, der nächste Schritt ist, wir färben das Harz ein. So, next step, coloring our resin. Ich habe mich für Caviar Black Mica Powder entschieden. Ich habe eine Menge Harz, also brauche ich auch relativ viel Farbe, nicht so diese kleine Spatelspitze wie sonst bei einer Blume. So, my color is the Caviar Black Pearl from Dipon. And we have a lot of resin, so I need a lot of mica powder. And it's kind of a shimmery black. So, here comes my second mistake. Jetzt kommt also mein zweiter Fehler. Ich wollte das Ganze so ein bisschen schimmernd schwarz haben und nicht einfach nur matt schwarz. Ich wollte es aber auch deckend haben. Also brauche ich natürlich schon eine Menge Farbe, weil ich habe hier wirklich, ich glaube, 400 Gramm Harz ungefähr. Also brauche ich schon relativ viel. Und ja, ich hätte es einfach bei diesem Schwarz dabei einfach belassen sollen. Nein, ich nehme noch Moissanit Pearl, mein Lieblingsglitzer. So, I took some Moissanit Pearl Glitter and I just love that pigment. I really, really love it. But it was way too much shimmery glitter color. I should have just taken the Caviar Black, maybe some black pigment paste to get it really opaque and that's it. But anyway, well, as I said, we learn together. Ich hätte das Ganze also wirklich einfach so lassen sollen mit dem Schwarz, vielleicht noch ein bisschen schwarze Farbpaste rein, um das Ganze richtig deckend zu kriegen. Aber wir lernen ja zusammen und naja, ich habe ein bisschen übertrieben. Das sah im ersten Moment so toll aus, aber ihr seht es im Endergebnis. Nun ja, wir lernen zusammen und dementsprechend machen wir das. Ach so, was ich noch gemacht habe, ich habe ein bisschen Gold in meine Form gesprinkelt und ein bisschen von den AEG Super Shift Flakes. Ihr seht das am unteren Ende. What I also did, I sprinkled some gold mica powder on the bottom of my mold and some AEG Super Shift in the other one. You can see it at the bottom. So that I don't have completely black on this side. Just to give it maybe a kind of interest in it. I don't know. It was too much. Also, wie gesagt, es war von allem etwas zu viel, aber egal. Wir füllen jetzt einfach die Form mit schwarzem Harz, mit unserer Mischung und lassen sie härten. So, the next step is basically just pouring our black resin into the mold and then we just let this cure. So, es ist der nächste Tag und wir können entformen. It's the next day and we are ready to the mold. So, let's see if it worked or not. Lasst uns also mal gucken, ob das Ganze geklappt hat. Ich löse erstmal die Seiten und Achtung. So, okay, let's get started. Here's my gold. Hier seht ihr mein Gold. Und also erstmal, es hat funktioniert. Das sieht total cool aus. It worked. It looks pretty cool.
I just took, as you can see, way too much of the glitter. Ich habe also viel zu viel Glitzer genommen. Es hätte mir besser gefallen, wenn es einfach schwarz ist. Es ist immer Geschmackssache. Manche mögen das total gerne mit diesem vielen Glitzer. Mir persönlich wäre es einfach nur schimmernd schwarz lieber gewesen. So, it's just up to you if you like more glitter or if you like it just plain black. For me, it's a little bit too much glitter. But anyway, so, it worked, it looks pretty cool and now we just have to peel off the stickers. Wir müssen jetzt also noch die Silikonstempel sozusagen wieder rauspulen und ich nehme dafür einen Zahnstocher und versuche die eine Ecke zu lösen, dass ich mit dem Nagel sozusagen drunter greifen kann. Und es funktioniert auch, ihr könnt einfach zugucken, ich pull hier so ein bisschen rum und ja, dann kann ich es rausziehen. So I just take a toothpick and try to release one edge and then grab the silicone stamp and just peel it out of the mold. And it's a little bit fiddly, but it works. Und Achtung, tada! Das Gold ist tatsächlich in der Form geblieben, der Stempel ist wieder sauber und wir haben die goldene Pusteblume. So it really worked. The gold transferred to the resin. My stamp is clear. And we have the wonderful 3D effect. It looks so super cool. And if you like, and if you, no, different. If you don't like this kind of 3D, well, you have the 3D effect, but you have this kind of hole in your mold. If you don't like it, you can just make a clear layer of resin and cover up this space and it stays like 3D. You can look kind of inside this flower or dandelion or whatever, but you have a plain surface. Also wenn man jetzt dieses in Anführungszeichen Loch nicht so gerne mag, dann kann man natürlich jetzt noch eine Schicht klares Harz oben drauf gießen. Der 3D-Effekt bleibt, aber man hat quasi eine glatte, ebene Oberfläche. Bei dieser Blume hat sich übrigens meine Befürchtung bewahrheitet. Mir ist etwas Harz drunter gelaufen. So with this little flower, my concern came true with the resin seeping underneath the flower at one edge. But it doesn't really matter because I can just take my little craft knife and cut this little edge off. Also es ist letztendlich kein Problem, weil man kann jetzt einfach dieses kleine Messer nehmen und kann diese Stelle einfach rausschneiden, wo das Harz ein bisschen drunter gelaufen ist. Es macht also wirklich keinen Unterschied, da ist es schon raus. Ich habe, glaube ich, noch eine kleine Ecke, die schneide ich gerade raus. Und das ist wirklich überhaupt kein Problem. Man kann es also absolut retten. So it's not a problem at all. I just cut off this little excess. And basically that's it. Ich hoffe, mein kleines Experiment hat euch gefallen. Ich habe noch ganz viele verschiedene Stempel und ganz viele verschiedene Farben. Also man kann das ja in allen Farbkombis machen. Und das werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. So I hope you like my little experiment. And I have a lot more of those stamps. I have a lot more color. So we can do this again with kind of a nicer color combination. And well, yeah, if you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel and see you in the next video. I will give you a close-up in a second. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen und hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Ich probiere immer irgendwie neue Sachen aus und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und ich gebe euch jetzt gleich, nachdem ich das da rausgeschnitten habe, noch ein kleines Close-up. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.